Bei uns geht es weiter mit dem Weltmarktführer im Seilbahnbau. Doppelmayr ist auf 6 Kontinenten der Welt vertreten und bietet Top-Aussichten. Film ab. Ja, in Wolfurt werden 102 Lehrlinge bei Doppelmayr ausgebildet und einer davon ist heute hier bei uns gemeinsam mit dem Ausbildungsleiter Richard. Hallo Daniel, hallo Richard, schön, dass ihr hier seid. Ich darf das Wort auch gleich an euch übergeben. Entschuldigung. David. David, Entschuldigung. Ja, mir freut mich, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir mitmachen dürfen bei dieser Aktion. Wir haben mit dem Video gestartet, mit einem neuen Video für unsere Lehrlingskampagne. Marketing mit den Lehrlingen zusammen, haben da eine tolle Geschichte gemacht und die kommt auch laut Rückmeldungen ziemlich gut an. Ist jung und frisch, sind wir mega stolz drauf. Wir werden da eine kurze Präsentation machen und sind noch für altwertige Fragen offen. Doppelmayr ist für manche sicher ein Begriff aus dem Wintertourismus, weil der eine oder andere doch Skifahrer tut. Doppelmayr wurde 1893 in Wolfurt in einer kleinen Werkstatt damals gegründet. Hat momentan gute 3000 Mitarbeiter weltweit und 1500 sind in Österreich im Sitz in Wolfurt beschäftigt. Wir bilden da weltweit 150 Lehrlinge aus, davon 106 in Wolfurt. Und die 106 Lehrlinge sind tatkräftig dabei, wenn man von den 15.000 Anlagen, modernen Seilbahnanlagen, die wir schon weltweit aufgestellt haben, mit von der Partie, wenn man die baut und produziert. Moderne Anlagen, wie man baut, sind sogar Einseilumlaufbahnen, also wie man da in Montafon die Valisiera-Bahn sieht. Das ist ganz ein neues Projekt gewesen, ein cooles Projekt. Wurde eine alte Anlage abgerupft und neu modernisiert. Natürlich auch andere Seilbahnsysteme, als wir Einseilumlaufbahn, ist eine Dreiseilumlaufbahn, als wir da in Grindelwald in der Schweiz, wo der Eiger Express von Eiger aufgeht. Aber auch Anlagen wie die Zugspitzbahn, wo eine Bahn war, wo wir Weltrekorde gemacht haben, dass wir mit dem größten Spannfeld mit über 3 Kilometer und der größte Höhenunterschied, wo man jeweils von einer Liftanlage, von den Bergstationen, Totalstationen gebaut hat, mit fast 2000 Metern. Aber auch coole Projekte, wo unsere Lehrlinge mithelfen durften, um diese zu realisieren, ist eine Cabriobahn wie Stanzerhorn. Da ist das Highlight natürlich die Terrasse auf der Kabine selbst. Da kann man sich den Wind durch die Haare wehen lassen, insofern man welche hat. Aber auch, wir wissen, dass im Wintertourismus außer ungefähr 80% unseres Auftragsvolumens kommt aus dem Winter- und Sommertourismus. Darum ist auch eine coole Geschichte gewesen, wo wir das erste urbane Seilbahnnetz gebaut haben. Also wie man da jetzt das Beispiel sieht in Bolivien, wo einfach wir, das kann man sich so vorstellen, dass wir in Wien Supernetz, wo einfach mehrere Seilbahnen ineinander vernetzt sind und bieten so ein Verkehrsnetz. Macht natürlich eine sehr hohe Mobilität und vor allem auch nachhaltig. Zu unseren Lehrberufen bei Doppelmayr. Wir bilden eigentlich 6 Lehrberufe aus mit den 106 Lehrlingen. Da sind schon die metalltechnische Seite, wo man den Maschinenbautechniker, der Stahlbautechniker und den Zerspannungstechniker ausbildet. Und die Elektroseite ist der Elektrotechniker und der Mechatroniker. Bevor es dem David das Wort erteile, ist es so, dass der IT-Techniker eigentlich ganz gern zu wenig beworben wird für uns, weil einfach, da stellen wir nur einer ein. Aber wir bilden auch aus und darum lassen wir das auf der Präsentation da oben. Und jetzt erteile ich das Wort dem David.
Ja, also danke, Richard. Ich stelle mich nochmal kurz vor. Ich bin der David Mangler. Ich bin im zweiten Lehrjahr und komme aus Wolfurt. Ich bin im Beruf Stahlbautechniker zum Finder. Und ja, ich würde auch gleich mal mit dem anfangen. Und zwar ist es so, eine Seilbahn, für die wird der Grundstoff wird im Stahlbau gelegt. Und eine Seilbahn kann man sich im Grunde wie ein großer Lego-Baukasten vorstellen. Und zwar wird da aus Stahlplatten, die bei uns zugeschnitten werden, die werden dann bei uns im Stahlbau zusammengebaut, zusammengeschweißt. Und nachdem man das zusammengeschweißt hat, geht es dann wieder in Zerspannung, mechanische Fertigung. Im Stahlbau ist es so, dass man da die groben Dimensionierungen fertigt und danach geht es weiter und wird fein bearbeitet auf Maß genau. Danach, nachdem das bearbeitet wird, oder es wird mit Löcher bohrt, gefräst und dreht, und dann, nachdem das als fix fertig bearbeitet wird, wie zum Beispiel, dann hat man bei einem Lego-Bauset zum Beispiel die Löcher und so, dass man das alles zusammen verbinden kann. Und dann der nächste Schritt wäre aber das Verbinden. Das geht dann weiter zu unserem Metalltechnik, Maschinenbautechnik. Bei uns sind die Maschinenbauer dann diejenigen, die das Lego-Bauset zusammenbauen, die Teile zusammenfügen. Und wir haben das beim Doppelmeier dadurch, dass das eine ziemlich große Anlage ist, können wir das nicht alles in einem Stück zusammenbauen. Und so haben wir da immer wieder Module, die zusammengebaut werden, die können in einen Container reinpassen oder so, zum Beispiel, wenn das international dann verschifft wird oder so. Und ja, dann wird das aber zusammengebaut und dann später nochmal vor Ort, ohne von Maschinenbautechniker vor Ort montiert. Denn ein nächster Teil, was wir haben, sind die Elektrotechniker. Das ist einfach grundsätzlich für jede Seilbahn, die wird mit Strom betrieben, da gibt es viele Kabel, und die Elektrotechniker sind aber für Schaltschränk und Verkabelung für alles zuständig. In Wolfurt wird die Schaltschränke und so werden in Wolfurt zusammengebaut und dann vor Ort montiert. Und dann die Verkabelung, alles was Strom durchfließt, wird dann an der Anlage wird dann montiert. Der nächste Beruf, was wir haben, ist der Mechatroniker. Bei dem kann man sich so vorstellen, das ist so ein Zwischending zwischen der Elektrotechnik und Maschinenbautechnik. Und die sind so ein kleiner Allrounder und die wären vom Einsatzbereich in zum Beispiel bei der Antriebe kommen die zum Einsatz und dort treffen halt so maschinenbautechnische Sachen aufeinander mit Sachen, die von der Elektrotechnik zugange sind. Da werden Motor zusammengebaut und so, und wir haben aber Elektromotoren und die brauchen noch aus elektrotechnischer Seite braucht man da klar Know-how und Fachwissen, dass man die dann fertigen kann. Ja, bitte. Also, jetzt, da haben wir ein kleines Video. Das ist bei uns im Stahlbau von der Lehrlingsinsel Abe. Da sieht man so einen kleinen Überblick, wie die Dimensionierung bei uns in der Halle ausschaut. Das ist ein Lehrling von meinem Lehrjahr. Und das ist an der Lehrlingsinsel oben. Und da sieht man einfach ein kleines, so was für Größen und Bauteile man in der Lehrlingsinsel hat einmal. Das sind mehr so Kleinteile für den Anfang, fürs erste und zweite Lehrjahr. Und dann später, im dritten Lehrjahr, kommt man dann zu richtig großen Teilen, wo dann noch so 6-7 Meter lang sind, unter anderem und ein paar Tonnen wiegen. Ja, im zweiten Lehrjahr macht man aber auch, dann fängt man auch schon an, dass man ein bisschen größere Teile machen. Ja, und da haben wir dann noch unsere Grundausbildung. Es ist grundsätzlich so, dass in der Grundausbildung jeder
jeder Lehrberuf geht in der Grundausbildung einmal durch am Anfang und lernt alle Grundlagen, die man so für ein Handwerk, für so einen Handwerksberuf braucht. In der Theorie und in der Praxis lernt man da Fähigkeiten, die man einfach anwenden muss. Denn da ist dann noch die Grundausbildung für Elektrotechnik. Da lernen sie auch in der Elektrotechnik dann alle Grundlagen und Vertrauter und alles Mögliche. Und ja, dann würde ich das Wort wieder an Richard zurück übergeben an der Stelle. Was wir bieten, man sieht da eh, wir machen da mit den Lehrlingen sehr viele Aktivitäten. Wir gehen da Skifahren, wir machen Wandertage, wir machen Grillfestle. Einfach zum das Produkt, der Skilift, der Lehrlinge näher zu bringen, dass sie frühzeitig mit dem Produkt sich identifizieren können. Klar gehen wir kennen den Fahrer und es ist vieles auch, wo wir immer mit Besichtigungen irgendwo verbindet werden. Vorteile bei Doppelmayr ist natürlich, dass man einen hochmodernen Arbeitsplatz hat mit modernen Maschinen, dass man internationale Seilbahnprojekte mitbegleitet darf, dass man wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgaben hat, weil eben halt da Aufträge, weil eben einfach Menschenleben an der Seilbahn dranhängt. Große Karrieren können böse beim Weltmarktführer gestartet werden. Es kann aber die Lehrlingsentschädigung, wo egal eigentlich welcher Lehrberuf das du hast, der pendelt sich immer wo irgendwo bei 900 Euro brutto, also 800 Euro netto ein. Je nachdem, was für einen Beruf, was man erlernt, variiert das, weil der eine Beruf eine Schmutzzulage ohne kriegt, das sind so ungefähr 80 Euro, was netto dazukommt. Ja, mit Freifahrten und sogar auch Essenszuschüsse unterstützen wir natürlich unsere Lehrlinge auch. Das war unsere kurze Präsentation. No Limits, jetzt bewerben, ist da abschließend drauf gestanden. Vielleicht steigen wir gleich mit dieser Frage ein. Wann gibt es die Schnuppertermine? Kann man schnuppern kommen? Wann ist der Zyklus für die Bewerbungsfrist abgelaufen? Wir sind jetzt auch mit in diesem Schnupperprozess. Also man kann sich ja jetzt sofort bewerben. Es sind noch Plätze frei. Wir schnuppern noch bis mindestens Mitte März. Es gibt noch den berühmten Zusagetag am 1. April. Mhm. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass wir nachher auch noch die Möglichkeit bieten, dass bei uns geschnuppert werden kann und der reine spät entschlossene doch vielleicht noch den Sprung in unser Unternehmen startet. Mhm. Also am besten sofort sich melden und einen Schnuppertermin ausmachen. Gibt es Schnuppertermine in Gruppen oder einzelne Tage? Eigentlich findet sie in Gruppen statt, aber je nach Anmelde ist es manchmal so, dass drei sind und es gibt da Gruppen, wo teilweise bis zu 20 da sind. Und für wie viele Lehrlinge habt ihr Platz in diesem Jahr? Wir würden so 35 bis 40 Lehrlinge würden wir gerne aufnehmen. Es wird sich dann zeigen, wie viel sich bereit erklären, um wirklich in diesen unseren Lehrberufen auch wirklich einzusteigen. Einige haben schon Interesse. Es sind ein paar Fragen gekommen, die möchte ich euch gerne weitergeben. Die Lisa fragt, ist man als Lehrling auch viel auf Baustellen im Ausland unterwegs? Also jetzt, wenn man auf Baustellen im Ausland geht, das ist dann vielleicht mal in Ausnahmefällen im höheren Lehrjahr, wenn man die Leistung bringt und man will das unbedingt, dann kann man immer mit den Leuten reden und da hat man immer offenes Arbeitsverhältnis und es sind immer alle voll freundlich und ja, wenn man es unbedingt will und man bringt Leistung, dann kann man da sicher drüber reden. Thema ist, wie der David sieht, das ist natürlich immer individuell zu sehen. Einmal ist das Volljahr, das 18. Lebensjahr sicher absolut ein Thema, sicherheitstechnisch. Und natürlich auch, es gibt eine duale Ausbildung, wo du immer einmal am Tag in die Schule gehen solltest. Wenn du natürlich in Südamerika unterwegs bist, dann musst du ein guter Schüler zu sein, um diese fehlenden Stunden noch aufzuholen. Und darum ist es immer ein bisschen schwierig, wenn, dann sind es eher am Anfang in der Lehrzeit nähere Baustellen, aber wie es der David schon erläutert hat, wenn einer den Ehrgeiz in diese Richtung zeigt, dann hat man ihm auch die Möglichkeit gegeben, auf einer Baustelle mitzuwirken. Muss man als Lehrling schwindelfrei sein, wurde noch gefragt.
Also jetzt, wenn man stationär ist, je nachdem, eigentlich nicht so unbedingt. Wenn man jetzt auf eine Baustelle gehen will und so, dann ist es schon ratsam, weil da ist man zum Teil auch, wenn man was montieren muss, in der Höhe. Und ja, also es hängt davon ab, was für einen Bereich du gehen willst eigentlich. Die Lehre selbst dient ja auch dazu da, zum sich kennenzulernen, was sind die geeigneten Aufgaben für mich, wo kann ich mich verwirklichen. Und wenn man dann halt spürt, dass derjenige ab 1,50 Meter Schwierigkeiten bekommt, dann ist natürlich grob fahrlässig, wenn man ihn auf irgendwelche Baustellen schickt oder in eine Strecke schickt, wo die Stützen dann schon manchmal über 5 Meter sein können. Also Augen auf jeden Fall bei der Berufswahl. Ihr habt ja verschiedene Lehrberufe anzubieten und hier kommt man dann sicher auch im Schnuppern drauf, wo liegen meine Stärken und wo eher die Schwächen. Hier sind noch Fragen reingekommen. Wird man unterstützt bei Problemen in der Schule oder auch bei der Arbeit? Also ja, in der Schule, wir haben das machen, wenn man Schwierigkeiten in der Schule hat, gibt es meistens Lehrlinge, die sich besser oder leichter tun in der Schule. Und dann gibt es da auch, wenn man drüber redet, dann kann man Nachhilfe geben. Da mache ich zum Beispiel, mache ich das auch für Lehrlinge in meinem Lehrjahr oder unter meinem Lehrjahr. Wenn man Hilfe braucht, dann kann man zu der Ausbildung gehen und dann wird das abklärt, ob sich da jemand bereit erklärt, der das auch kann, zum da kleine Nachhilfe geben. Und das ist dann einfach meistens, dann kann man das untereinander ausmachen, was für ein Zeitpunkt. Und da geht man eigentlich ziemlich viel Hand in Hand mit dem Lehrling und überlässt der noch auch selber die Möglichkeit zum das E-Teilen. Und ja, da ist eigentlich alles offen. Das ist das Thema, dass, egal ob Corona schuld daran ist, das ist einfach, dass man schon merkt, dass die Jugendlichen einfach mehrere Unterstützungen braucht. Und der David ist in vielen Fächern ein wahnsinnig guter Schüler. Der kann natürlich Gleichgesinnte als solche schon unterstützen. Aber man hat auch gemerkt, gerade hier, dass man auch externe Hilfe unbedingt braucht. Wo man einfach auch an David irgendwo ein Stück weit an seine Grenzen kommt. Und die Ausbilder sind natürlich auch dementsprechend angehalten, zum einmal frühzeitig zu reagieren. Die Lehrlinge haben da irgendwie eine Noteliste oder zeigen die Noten, was sie geleistet haben. Und dann kannst du frühzeitig reagieren. Der braucht jetzt so Hilfe, weil sonst schafft er das bis zum Halbjahr oder bis zum Jahresende nicht. Es wird also gut Acht gegeben darauf, dass die Lehrlinge auch die Prüfungen bestehen und bestmögliche Hilfe angeboten. Wie viele Mädchen habt ihr in eurem Beruf? Die letzte Frage. In jedem Lehrjahr haben wir Mädchen dabei. Das zieht sich vom Stahlbautechniker bis zur Elektrotechnik durchwegs. Momentan haben wir 5 Damen am Start in allen Bereichen. Wir sind stolz drauf. Die werden sehr gut eingegliedert bei den Männern. Und hier hat man das Gefühl, es geht einem fast besser als wir den Buben. Also auf jeden Fall bewerben, wenn man Interesse hat an einem Lehrberuf bei Doppelmayr. Vielen Dank für euer Kommen und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.